Einfach mal raus. Der Podcast für Kurzreisen und Ausflüge in der Metropolregion Hamburg. Von Dithmarschen bis in die Heide und das Wendland. Von Cuxhaven und Rothenburg an der Wümme bis an die Ostseestrände und den Plauer See. Wir erzählen die schönsten Geschichten und geben Tipps für eure Auszeiten vom Alltag. In Zusammenarbeit mit den Ausflugsregionen der Metropolregion Hamburg. Und damit moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Andreas Wurm und starte auch heute wieder mit euch zusammen auf eine Entdeckungsreise hier in der Metropolregion Hamburg. Eine der buntesten, schönsten und wirtschaftsstärksten Regionen Deutschlands. Über 1000 Orte, 20 Landkreise und kreisfreie Städte, die sich über Teile der vier norddeutschen Bundesländer, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern erstrecken, bilden die Metropolregion. Urbanes Großstadtflair und sanfte Hügel, mächtige Kreuzfahrer und idyllische Seenlandschaften, Küste und Meer, Herrenhäuser und Schlösser. Kaum eine andere Region Deutschlands bietet so viel Lebensqualität, aber natürlich auch Ausflugs- und Urlaubsmöglichkeiten wie unsere Metropolregion. Und wie in jeder Folge lassen wir euch hören, wie vielfältig sie ist. So, und jetzt viel Spaß mit unserer fünften Folge. Sie führt uns in die Hansestadt Lübeck. Es geht in einen der ältesten Profanbauten des Weltkulturerbes Lübecker Altstadt. Genauer gesagt an die Ecke König und Dr. Julius-Leber-Straße. Seit 1812 befindet sich dort die Löwenapotheke. Und wenn ihr jetzt denkt, eine ganze Folge nur über Tabletten, über Salben und Verschreibungspflichtiges, dann lasst euch schon gleich jetzt zu Beginn gesagt sein, diese Folge hat mit einem Porträt über eine gewöhnliche Apotheke so gar nichts gemein. Heute geht es um eine große Geschichte. Heute geht es um Ideen. Es geht um zwei wirklich tolle Menschen. Markus Niendorf ist Apotheker aus Leidenschaft. Aber kein klassischer. Und das merkte ich von der ersten Sekunde an. Seine Frau Dietlind Wolf begleitet unser Gespräch. Auch sie ist mit ganzem Herzen dabei beim Gespräch. Vor allem aber bei der Gestaltung der Apothekenräume. Denn Bildsprache ist ihre Passion. Ich betrete also das imposante Backsteingebäude mit den Treppengiebeln und stehe inmitten eines Raumes, der warm, der persönlich ist, der entgegen jeder Erwartung beim Gang in eine Apotheke zum Verweilen einlädt und zum Stöbern. Denn ein großer Fokus der Löwenapotheke liegt auf der eigenen Manufaktur von allerlei tollen Ölen und Salben. Und was dahinter steckt, woher die Rezepte kommen, wie sie entwickelt werden und was dieses Haus so einmalig macht, das wollte ich genauer wissen. Im Hintergrund wird es immer mal wieder etwas lauter, denn wir sitzen in dieser Folge mitten in der Apotheke, weil ich ein Gefühl dafür bekommen wollte, wer hierher kommt und warum Menschen aus aller Welt ausgerechnet diese Apotheke so sehr schätzen. Ich konnte es förmlich riechen. Aber hört selbst, denn Dietlind Wolf und Markus Niendorf erklären es uns. Ich habe da schon im Studium drüber nachgedacht, dass ich für dieses alte Haus etwas anderes mir vorstelle. Ich bin damit aufgewachsen, das älteste Bürgerhaus Lübecks. Unter diesem Punkt ist es eben auch damals vor dem Abriss meines Urgroßvaters gerettet worden. Ich bin damals unglaublich stolz gewesen, als meine Mutter mir das in der zweiten Klasse erzählte. Und zwischenzeitlich weiß ich auch, dass dieses Haus, das circa in Teilen von 1230 stammt, eins der ältesten Bürgerhäuser Deutschlands ist. Also mit einer romanischen Rückfassade, einer gotischen Front. Und ich wollte einen Raum haben, einen Apothekenraum, der mit den Außenteilen kommuniziert. Die Apotheke ist im Krieg ja ausgebrannt und nichts Altes ist mehr da. Die Apotheke wurde 1812 gegründet und ich wollte oder habe mich dann im Laufe der Zeit mit dem Gedanken angefreundet, hier Apothekengeschichte und die Apotheken, meine persönliche Apothekengeschichte, die meiner Familie, der Löwenapotheke, zu erzählen, auch die Geschichte des Hauses. Denn Sie sind in der vierten Generation in diesem Haus. So ist es. Mein Urgroßvater kaufte die Apotheke 1898. Der kam aus Uckermünde und hat sich dann eben Kauf, Verkauf, ein umtriebiger Mann durch Mecklenburg, durch Pommern eben in Richtung Lübeck bewegt und kam nach Lübeck mit der festen Absicht, dieses
wunderschöne Gebäude abzureißen. Warum wollte er das abreißen? Das war die Zeit. Das war eben Deutschland nach 1870 wurde industrialisiert. Das war dann eben auch ein Reich. Deutschland boomte. Und so wie in den 70er Jahren auf allen Bauzäunen stand, Altstadt kracht, Bargeld lacht, hätte man das sozusagen von 1880, 1890, 1900 eben auch schreiben können. Alle alten Gebäude waren nichts wert. Man hatte kein Gefühl für großartige hanseatische Vergangenheit, für Gotik, Romanik, welche Stile auch immer. Das war ein alter Kasten, der war zugig, der war unpraktisch. 5 Stufen führten in die Apotheke hoch. Ich weiß nicht, wie viel Geld mein Urgroßvater hatte. Ich denke mal, dass er schon so ganz wohlhabend war. Aber er war ein Kaufmann. Er wollte das Ding abreißen. Dann war hier noch ein Gartengrundstück sozusagen mit bei. Das wollte er verkaufen und damit seinen Bau finanzieren und eben einen modernen Zweckbau errichten. Naja, dabei war das eigentlich ein Haus, in dem namhafte Persönlichkeiten lebten. Viele Bürgermeister zum Beispiel. Also schon ein Gebäude mit viel Prestige, mit viel Geschichte. Und zum Glück ist es jetzt noch da. Das komplette Ensemble, die Altstadt ja hier von Lübeck, ist Weltkulturerbe. Und das Haus an der Ecke Königsstraße und Dr. Julius-Leber-Straße ist jetzt ein wichtiger Teil davon, nicht wahr? Also ich persönlich bin dem Lübecker Apothekersohn Erich Mühsam unendlich dankbar. Erich Mühsam war in seiner Zeit eine bedeutende Persönlichkeit, der erstmal seine schulische Laufbahn hier am Katharineum beendete, indem er einfach wegen sozialistischer Umtriebe gefeuert wurde. Erich Mühsam wurde dann war Pazifist, war Anarchist und Bohemian und Schriftsteller später. Und spielte eben auch in seiner Zeit schon eine Rolle. Er war also in dieser Münchner Räterepublik nach dem Ersten Weltkrieg eben bekleidete einen Ministerposten. Aber der hat mit 19 schon erfasst, dass hier mal wieder ein altes Gebäude der Spitzhacke zum Opfer fallen soll. Der letzte romanische Giebel, der letzte Mohikaner. Und der hat dann eben, ich bewundere das, mit 19 Jahren in 5 Lübecker Zeitungen, damals gab es 5 Lübecker Tageszeitungen, einen Leserbriefe geschrieben, dass man doch das älteste Lübecker Bürgerhaus retten muss und erhalten muss. Und da wurde dann diese fehlende Summe zwischen Abriss und Neubau und Erhalt des alten Hauses, die wurde dann eben in kurzer Zeit gesammelt und das Haus wurde dann nach dem Stand von 1900 eben saniert. Es wurde zwar entkernt, aber die Fassaden blieben erhalten. Und mein Urgroßvater bekam natürlich Auflagen, dass er dann nicht irgendwie im Nachhinein nochmal am romanischen Giebel rummurkst und irgendwie den verändert. Also waren strikte Auflagen, dass die freie Sicht erhalten bleiben muss. Wobei die Bauweise, gerade auch die Giebel, ja auch charakteristisch sind für Lübeck. Die Treppengiebel sind sicherlich, also ein Backstein, das ist sehr typisch. Und dieser Giebel ist eben, weil es ein Patrizierhaus aus der Zeit der Gründung der Stadt ist und einer der Gründerfamilien gehörte, eben besonders prächtig ausgefallen. Wir reden hier von einer langen, von einer großen Geschichte und ich habe nach den ersten Minuten schon das Gefühl, dass Sie auf diese Geschichte des Hauses sehr stolz sind. Ist das so? Stolz? Stolz ist immer so eine Sache. Okay, sagen wir es anders. Sie sind glücklich, dass Sie diese lange Geschichte haben, dass Sie darauf zurückblicken können und dass Sie die Geschichte auch erzählen können. Und viele, die die Geschichte haben, erzählen sie nicht. Und das ist schade. Und diese Geschichte erzählen, diese Hausgeschichte, das ist eben eine Lebensaufgabe. Und ich habe das große Glück, eine Frau zu haben, die eben diese Dinge eben auch so wertschätzt und die eben noch mit ganz starker Konzentration eben auf die Sachen zugeht und die diese Kisten, die im Keller fein säuberlich von meinem Vater wirklich prima dokumentiert wurden, eben nach und nach durchgeht und mit viel mehr Konzentration reingeht und sagt, oh, da steht doch was. Und so hat sie eben dann diesen
Brief in Süterlin geschrieben, von meinem Urgroßvater gefunden, und diese Aufzeichnung, weshalb er nun die Apotheke abreißen wollte. Und heute sagt man Kunstbanause, du Banause, Kulturbanause. Damals war das irgendwie klipp und klar, das ist ein großer, unpraktischer Raum mit 5 Speicherböden, die man überhaupt nicht nutzen konnte. Und daraus wollte er nun einen praktischen Zweckbau im 1900-Gewand machen. Kann ich aus der Sicht von 1900 verstehen. Heutzutage sage ich, was ein Glück, dass das Haus stehen geblieben ist. Sie haben es angesprochen, Ihre Frau spielt eine große Rolle, nicht nur zwischenmenschlich, na klar, sondern auch als, sagen wir mal, Ideengeberin, als Impulsgeberin. Und Ihre Frau, das ist Dietlind Wolf, Künstlerin, Fotografin, Stylistin. Sie entwerfen und sie fertigen noch dazu Keramik, also ein Tausendsasser im besten Sinne. Ich glaube, die Räume hier tragen ganz viel ihrer Handschrift. Gibt es denn dennoch einen Fokus bei Ihrer Arbeit? Der Hauptteil ist die Fotografie. Das ist so ein bisschen das Serendipity, das ich gefunden habe, wonach ich immer gesucht habe, weil es sich darin alles erfüllt. Also ich kann alle Dinge machen, im Foto halte ich sie fest und dann geht das Foto um die Welt, aber die Dinge behalte ich alle noch. Also ich habe ähnlich etwas Bewahrendes als Qualität. Ich finde das schön, das Alte zu achten oder die Dinge wieder zu verwenden in neuem Gewand. Ich kann auch seinen Urgroßvater gut verstehen, dass er es abreißen wollte, weil es zu einer Zeit gebaut wurde, in der man ganz anders gelebt hat. In der brauchte man Böden und man brauchte nur ein kleines Eckfenster. Dann wurde es eine Apotheke, also es war auch ein Bürgerhaus, das heißt, man hat alles gesammelt. Und dann wurde es eine Apotheke und brauchte Leute, Menschen, die reinkommen. Und das kann man nicht in einer kleinen Kiste machen, in einem Kontorsräumchen. Da braucht man Luft. Also ich kann das alles verstehen. Und das Haus war bröckelig. Ich habe die Fotos alle gesehen. Das war in keinem guten Zustand. Es ist dann tatsächlich eher einfacher zu denken, weg, als das alles zu erhalten. Aber ich finde es spannend, was in diesen Aufzeichnungen dann alles zu finden ist, weil es eben dann Herrn Mühsam gibt und dann gibt es so ein Zusammenspiel von Dingen, die dazu führen, dass mein Mann auf diesen oder wir im Grunde auf diesen Schatz noch zurückgucken können und nicht in einem Neubau sitzen und jetzt Geschichte basteln müssen, sondern wir haben sie und wir sitzen auf ihr. Also wir sitzen auf der Geschichte und wir sitzen in den Räumlichkeiten der Apotheke. Wir schauen uns jetzt mal gemeinsam ein kleines bisschen um. Also wir sitzen also in der Wunderkammer, in einem Raum neben dem Verkaufsraum. Und wenn man durch die Türe kommt, dann betritt man erstmal diesen ersten Raum, der sehr schön ist, sehr klar. Er ist hell, aber er ist nicht kalt, nicht medizinisch, sondern wie eine Umarmung der Gäste, möchte man sagen. Die Decke ist verziert mit himmelblauen Elementen. Und mir ist, als ich reinkam, nicht aufgefallen, dass hier auch nur ein Medikament steht. Wie haben Sie das geschafft, aus einer Apotheke einen Raum der Sinne zu machen? Ich weiß, wie eine moderne Apotheke tickt. Ich hatte eine solche. Mein Vater sagte immer, ja, das ist ja toll, dass du Ästhet bist und dass dir die schönen Dinge so gefallen, aber das ist alles dein Privates. Und jetzt ist es nicht so, dass bei mir bei einer Packung Aspirin oder Paracetamol irgendwie das Herz hüpft und ich sage, oh, ist das toll. Und das war das, was mich so, ich kann es sagen, deprimiert hat, dass eben jede Apotheke irgendwie gleich ist und ihnen das Besondere fehlt. Und ich habe eben viele Bücher auch eben von meinem Vater geerbt mit wunderschönen alten Apotheken, barocken Apotheken, Klosterapotheken, also aus den verschiedensten Jahrhunderten. Und was diese damals ausgemacht hat, dass sie eben in einem unglaublichen Aufwand und einer Hingabe gestaltet wurden. Die Apotheker waren ja wohlhabend. Es gab ja eben in Deutschland dieses Zunftrecht und da durfte jeder Apotheker die Betriebserlaubnis, wurde sozusagen vom König, vom Landesherrn gegeben. Deshalb steht da eben königlich preußische Apotheke dran oder wie auch immer. Oder es waren eben Klosterapotheken und Apotheker hatten also gute Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und das haben sie dann eben nach außen auch gezeigt. Diese Dinge, diese Einrichtungen haben sich häufig ja über Jahrhunderte gehalten. Das fand ich auch toll, dass sie eben diese Nachhaltigkeit, nicht eben Ladenbau,
1990, 2000 die nächste Einrichtung und dann wieder eine neue Einrichtung. Und alles ist beliebig, alles ist nicht nachhaltig. Und das meiste ist eben eher schrecklich. Und ich wollte, dass diese Räume mit der Fassade korrespondieren, also mit dem Alten auf der einen Seite. Und ich wollte eine Heimstatt haben für meine Löwenmanufaktur, für mein großes Baby, das ich mir eben über viele Jahre, ich will mal fast sagen, hineingeträumt habe. Ich wollte ein Zuhause haben für die Rezepturen, die Öle, die ich anfertige, die sozusagen nach altem Vorbild eben, die ich anbiete, eben nach altem Vorbild, was der Apotheker jahrhundertelang gemacht hat, eben seine Arzneimittel selber herzustellen. Ja, das ist das nächste spannende Thema, die Manufaktur. Eins muss ich noch sagen, bevor es losging, haben wir uns darauf geeinigt, dass wir uns duzen, weil wir hier eine Weile zusammensitzen. Also Dietlind, eine Frau des Visuellen, die sich mit Bildsprache sehr gut auskennt. Die modernen Apotheken, die sind weiß, die sind klar, die sind kühl. Früher noch mit ein paar Schubladen, da war es noch Eiche rustikal. Heute mit Technik, da kommt dann auf einem Schlitten das Medikament runtergesaust. Die Löwenapotheke soll da anders aussehen. Ja, und soll anders sein. Wie kam das? Also mein Ziel war, als wir drüber sprachen, schon, dass es eine Wohlfühlapotheke ist. Also, dass es ein Ort zum Wohlfühlen ist. Denn man geht in die Apotheke, bevor man zum Arzt geht oder nachdem man beim Arzt war. Das heißt, es ist hier so ein Zwischenbereich. Und in dem geht es um sich wieder wohlzufühlen. Und da braucht man Rat und man braucht ein Vertrauen. Und wenn das eine coole Atmosphäre ist, habe ich schwerer die Möglichkeit, mich zu öffnen und zu sagen, was ich wirklich brauche, sondern dann sage ich vielleicht das, was da hinten steht. Und so sage ich, was ich brauche und dann werde ich beraten. Und dann gibt es großartige Mitarbeiter, die einfach und eben die ganze Philosophie der Apotheke auf Naturheilkunde oder Homöopathie auch ausgerichtet zu sein und das seit Jahrhunderten, das ist etwas, was dann Menschen wirklich befriedigt. Und mir war es wichtig, dass ich komme aus dem Food-Bereich. Also ich habe jahrelang, bevor ich in die Fotografie ging, Ausstattungen für Food-Fotoproduktion gemacht. Und da ist die Sinnlichkeit im Vordergrund, weil sie haben ein dreidimensionales Essen vor sich. Und dieses Dreidimensionale muss zweidimensional dieselbe Wirkung haben. Ich will es essen. Ich will das riechen können, ich will es schmecken können und das muss mir das Bild geben. Und das gab es noch nicht für die Apotheke. Und dann dachte ich, das ist genau das, was es hier braucht, dass das Apothekerhandwerk zu sehen ist, also die Tradition und die Geschichte, dass es handgemacht ist und dass es sinnlich ist. Das waren die Parameter. Also das bedeutet, die Apotheke als Manufaktur, sozusagen als Kunsthandwerk, das, was die Basis einer jeden Apotheke früher ja auch irgendwie mal war, im besten Sinne der Giftmischer, der für jedes Wehwehchen etwas wusste und dann eben auch hatte, oder? Genau das. Und das eben sichtbar zu machen. Und das ist ja auch sozusagen mein, auf Neudeutsch, Claim. Einfache, natürliche Lösung für alltägliche Probleme. Wir treten hier nicht irgendwie als die großen Heiler auf, gar nicht, sondern einfach eben, ich habe ja eben auch jetzt schon fast zwischen 30 und 40 Jahren Berufserfahrung. Und was braucht der einzelne Kunde für welche Problemstellung? Pflanzlich. Und das haben wir ja jetzt zwischenzeitlich eben mit fast 40, 50, 60 unterschiedlichen Rezepturen eben ein festes Fundament, das uns auch mit großer großer Leidenschaft erfüllt. Naja, und da gehört ja viel mehr dazu, als nur Produkte an den Mann, an die Frau zu bringen. Produkte haben sich verändert, sie haben eine neue Haptik bekommen, sie erfahren eine neue Wertigkeit und sie haben auch besondere Namen, gerade bei euch hier. Löwenschlag, Balsam für die Seele, Leomobil, das ist alles andere als platt. Es erzeugt Bilder, bevor man sie dann auf der Haut zum Beispiel spürt. Was ist da die Intention? Ich würde mal sagen, mein Vater hat mich immer sehr gefordert und ich habe einen gewissen Sprachstil oder Witz oder wie auch immer,
Und mein Vater hat das sozusagen, also dieses Sprachvermögen immer gefördert. Also es war sozusagen mein Expander für diese Geschichten. Und ich darf keine Heilversprechen für meine Rezepturen ausgeben. Aber ich kann ihnen eben einen Namen geben, der den Menschen schon erklärt, wofür die Rezeptur hilfreich sein könnte. Und Löwenschlaf ist jetzt nicht allzu verfänglich. Aber da wir eben in der Löwenapotheke sind und ich keine Plattennamen haben wollte, weiß jeder eben, Löwenschlaf etwas, kann sich das auch vorstellen. Der Löwe geht 3-4 Stunden am Tag jagen, ansonsten ist er ein Faulpelzen, liegt unterm Baum und schläft. Und Balsam für die Seele lag auch eigentlich auf der Zunge. Für ein Öl, das stimmungsaufhellend ist. Aber ich gebe da jetzt keine, ich werde mich hüten, da irgendwelche Versprechen zu geben, die ich gar nicht halten kann und auch nicht halten will. Ich muss da also mit aller Bescheidenheit sagen, es sind Hilfsmittel, und die den Alltag eben erleichtern, aber zumindest ist eben mit der Namensfindung eine meiner Möglichkeiten, mich auszudrücken. Ja, man merkt, es ist ein bisschen lauter im Hintergrund. Es kommen ständig Menschen rein und na klar, die Apotheke ist gut besucht, aber mir scheint, es ist auch ein Ort der Kommunikation, nicht nur der Medizin. Ja, wir sind auch ganz stark, noch viel mehr, seitdem wir so aussehen, zu einer echten Stammapotheke geworden, mit sehr viel Stamm. Also entweder haben wir Stammkunden oder wir haben Touristen, weil wir eben inzwischen eben deutschlandweit bekannt sind und eben ganz bewusst sagen, haben hier unser Stammhaus, unser Stammhaus, aber wir sind eben auch im Netz eben mit einer eigenen Website und eben auch in Social Media unterwegs. Und wir haben inzwischen viele freundlich gesonnene Menschen in ganz Deutschland, mit denen wir in einem sehr schönen Dialog stehen. Ihr verbindet Tradition und Moderne, muss man sagen. Über 22.000 Follower bei Facebook, der Löwenmanufaktur. Bei Instagram folgen über 10.000 Menschen aus ganz Europa. Und jetzt steht ihr nicht unter dem Verdacht, besonders hip sein zu wollen oder über Influencer eure Reichweite zu steigern. Ihr müsst also irgendwas haben, was über die Apotheke hinaus interessiert, berührt und eben irgendwie auch fesselt. Und also jetzt Instagram treten wir überhaupt nicht merkantil auf. Da habe ich einfach bloß diese genialen Fotos von meiner Frau. Und ich habe dann ganz schnell gemerkt, dass ich eben nicht mit 2-3 Sätzen zu Rande kommen. Und alle waren, wie gesagt, weiterlesen. Und wenn da weiterlesen steht, das liest keiner zu Ende. Alles Quatsch. Meine Texte werden bis zum Schluss gelesen. Wenn ich dann unten einen Witz habe, dann nehmen die Leute darauf Bezug. Und irgendwie haben wir es geschafft. Also das matcht. Diese Fotos, meine Texte. So ist das dann auch gar nicht so auf Apotheke. Also wenn man von der Pflanze was erzählt, von der Einrichtung, das Feld ist groß. Gesundheit und gesund werden, das ist ein weites, weites Feld. Das ist eben nicht auf die OTC-Arzneimittel, also Over-the-Counter, Aspirin und Co. beschränkt, sondern man kann, das ist der Fehler oder auch nicht Fehler, also das ist das, was die Kollegen machen, aber damit fasziniere ich niemanden. Da kommt gar nichts. Und mit den großartigen Bildern, das ist eben natürlich ein echtes Fund. Mhm. Okay, also over the counter ist out. Damit fasziniert man niemanden mehr, aber damit befriedigt man sich doch auch selbst nicht mehr, oder? Ich habe das Gefühl, dass ihr eure Grundhaltung, wie es aussehen könnte, wie es sich anfühlen sollte, dass ihr diese Grundhaltung einfach habt. Wie ihr dieses Haus und wie ihr auch eure Produkte hier lebt. Die Löwenapotheke wirkt für mich wie ein Gegenentwurf zu dem, was es in dieser Branche sonst so gibt. Manufaktur statt Giftschrank quasi. Ja. Ja, oder einfach das zu leben, was man liebt oder gerne macht. Also einmal noch zur Wunderkammer, zu dieser alten Einrichtung. Die hat bei mir voll eingeschlagen. Also dieses
diesen Raum hier zu haben, das, das ist, gibt Energie. Und seit einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, ist Dietland hier mit im Haus und das hat noch mehr Energie. Also, okay, dann lasst uns noch mal die Wunderkammer noch mal kurz beschreiben. Sie ist offen zum Verkaufsraum, habe ich vorhin schon gesagt. Die Wände sind grau, die Decke ist weiß. Wir sitzen an einem rollbaren, rustikalen Tisch, haben auch ganz viele tolle alte Apothekenschränke um uns herum. Woher kommen die zum Beispiel? Die stammen aus einer Hamburger Apotheke, in der ich 1983 irgendwann im Winter mal ein Praktikum im Studium machte. Der damalige Chef der Apotheke, Jobst Mirk, wiederum war bei meinem Urgroßvater Praktikant. Das schließt sich überall der Kreis. Mein Vater kannte ihn also von klein auf und so kam es dann, das hieß der Jobst. Jobst, der Markus studiert jetzt Pharmazie und kann er mal bei dir reinschnuppern. Das durfte ich dann und habe dann auf der Waage, die dort oben steht, eben etwas gelangweilt Kamillentee abgefüllt. Das ist die Original. Original. Okay. Mhm. Und das war also jetzt nicht meine Lieblingstätigkeit, aber die Einrichtung, die fand ich cool. Mit dieser grün-grauen Farbe eben seit 100, ich schätze mal, die ist 1850 gebaut, getischtert worden, geschreinert worden. Und mit diesen wunderbaren Emaille-Etiketten. Und die fand ich einfach zauberhaft. Und jetzt sind Dietlin und ich vor eineinhalb Jahren eben abends vorbeigefahren und die Apotheke machte einen geschlossenen Eindruck. Und ich habe dann geguckt, ja, alles ausgeräumt. Und dann fiel mir ein, gibt es denn diese Möbel noch? Und wir haben dann mit der zwischenzeitlich hochbetagten Apothekerin, also der Tochter von Jobst Mirk, Frau Barth, Kontakt aufgenommen. Und die war von dem Gedanken, dass wir das hier sozusagen, dass wir das hier der Öffentlichkeit präsentieren wollen, also wirklich mit Blick von draußen, so angetan und auch gerührt, dass sie uns spontan diese Möbel eben überlassen hat. Und die sind dann hier eben eingepasst worden und haben wie durch ein Wunder, haben wir an denen nicht schnippeln müssen. Sie sind also alle so, wie sie waren, eben eingebaut worden. Sie sind auch nicht verändert worden, haben dieselben Fußleisten, dieselben Oberflächen, sind vielleicht anders sortiert. Der Schrank, der jetzt wirklich fast 6 Meter lang ist, der war vorher ein großer Tisch in der Mitte. Also beide Seiten waren zusammengesetzt. Ich hatte aber eine Vision von einer ganz langen Arbeitsfläche und Wand, von einer Größe. Und die dann ausgeklappt, quasi alle nebeneinander, ergeben eben auch diesen eindrücklichen Blick. Also und hier ist eben jetzt auch das, woraus die Manufaktur nachher entstanden ist. Hier sind die ganzen Kräuter in den Schubladen. Dort sind sie dann destilliert und verfeinert und alchemistisch verändert in den Flaschen. Aber hier sind die Öle, hier ist alles da. Und ja, die älteren Schilder sind auch noch dran. Ja, das original. Sind so Metallplatten mit verschnörkelter Schrift. Sieht aus wie aus der Zeit gerissen. Oder im Umkehrschluss, wenn ich draußen vorbeigehe und kurz reinschaue, würde ich sagen, oh, das ist altes Handwerk, das ist altes Wissen. Da werde ich sicher gut beraten und fühle mich bestens versorgt. Ja, das ist das eine. Und es sind natürlich auch ganz viele Menschen einfach dadurch total angesprochen. Das ist, hat ja, eine alte Apotheke hat ja etwas Geheimnisvolles, etwas Gemütliches fast. Ja? Und das gefällt ihnen unheimlich gut. Und für mich ist das einfach wunderbar zu zeigen, dies war ein echter Handwerksberuf. Aus jeder Wurzel muss, wenn Pulver hergestellt wurde, dann hat der Apotheker Gehülfe da stundenlang in der Stoßkammer gestanden und hat mit diesem Mörser, mit so einem Eisenmörser, der an, wo das Pistill, also an der Decke befestigt war, hat er dann eben stundenlang geschlagen. Also ein großer Mörser, 50, 60 Zentimeter möchte ich schätzen, steht direkt am Eingangsbereich, damals ganz wichtig, aber auch heute wird doch immer mal wieder noch was angerührt, oder? Ja, das, also die Mörser brauchen wir primär privat
wenn wir unsere Kräutermischung herstellen, also unsere Gewürzmischung herstellen. Das machen wir tatsächlich per Hand, weil eben dieses Handmorsern am wenigsten Hitze produziert und dann die ätherischen Öle eben erhalten bleiben. Ja, und dekorativ sind die Artikel eben alle, diese ganzen Gegenstände, die in der Apotheke verwendet wurden. Also ich habe das Gefühl, dieser Raum ist die perfekte Filmkulisse, nicht nur da als alte Apotheke. Ich glaube, der ist universell einsetzbar und da kann in Zukunft hier auch noch eine Menge passieren. Also ich erlebe es genauso und ich habe ihn tatsächlich auch so kreiert. Ich hatte mal das Glück, auf ein Filmset von Star Wars in der Wüste zu treffen, in Tunesien. Da ist noch die alte Kulisse aufgebaut und ich war da drin und es war wirklich faszinierend, weil egal von welcher Ecke ich guckte, außer ich war hinten, aber von vorne, sah es von jeder Seite gut aus. Und ich dachte, welch ein Neid, ich muss das immer alles bei Produktion faken. Und das ist zwar kein Originalraum, aber er hat die Möglichkeit, dass ich ihn immer wieder inszenieren kann und er sieht immer wieder spannend und neu und gut aus. Das ist ein authentisches Etwas Besonderes. Wir nutzen, also momentan sind wir so ein bisschen eingeschränkt, aber wir haben ihn eröffnet an einer Museumsnacht vor 2 Jahren, 31. August. Es war wahnsinnig heiß. Und die Museumsnacht in Lübeck ist immer ein Raum, wo eine Nacht, wo man Lübeck unendlich liebt, weil die Straßen auf einmal voll sind und die Leute gut gelaunt durch die Stadt ziehen. Und wir hatten uns angekündigt, wir machen mit diese Museumsnacht und haben unseren Gin präsentiert. Das war das erste Mal, dass ich eben 50 Flaschen Gin hier stehe. Auch das noch, einen hauseigenen Gin. Einen hauseigenen Gin, ja. Und ich dachte, da kommen hier so 20 Leute vielleicht mal rein und werden mir so dann freundschaftlich auf die Schulter klopfen und sagen, das haben Sie sehr schön gemacht. Ja, was hast du? Ja, einen Gin Tonic trinke ich auch mal. Und ich war noch oben noch einmal kurz unter der Dusche. Meine Frau Dietlund sagt, du musst sofort nach unten kommen. Da ist eine lange, lange Schlange vor der Tür. Und alle wollten das sich hier angucken und wollten Gin Tonic trinken. Und wir hatten 50 Flaschen und abends um 12 kam noch einer und sagte, oh, ich hätte noch gerne noch 3 Gin Tonic. Na, wollen wir mal sehen, ob das geht. 3 Gin Tonic und dann war empty. Da waren 50 Flaschen verkauft, respektive, also der Großteil war ausgetrunken. Und das war ein unglaublich netter, das war so, der also ich konnte, man konnte sich so nett zeigen, man einfach eben kommuniziert. Und das war nicht so was, das war nichts so mit Kittel und mit Steif und mit ganz, ganz schön, ganz schöne, man war Gastgeber, man war so richtig Gastgeber, das war toll. War das der Startschuss für die Wunderkammer als, nennen wir es, Gastraum? Ja, auch Zusammensetzung. Wir wollten hier planen, immer noch Workshops abzuhalten oder eben auch so Ölbuffet, Duftbuffets, um die Kräfte von ätherischen Ölen zu erleben selber oder auch zu verreiben. Und die nächste Aktion, die wir haben, ist ab Ende April, wenn Erich Mühsam durch die Stadt kommt. Und da gibt es einen Rundgang durch die Stadt. Das wird sicherlich sehr spannend werden. Und der beginnt hier an der Apotheke, denn ihm haben wir es ja zu verdanken, dass das Haus noch steht. So ist es. Es war also eine wichtige Persönlichkeit für dieses Haus hier. Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass es Workshops gibt mit allen Sinnen erleben. Das ist so mal der Überschrift. Über eine Apotheke, da braucht man nicht sprechen, aber über eine Manufaktur, das ist wirklich etwas Besonderes mit vielen besonderen Produkten. Woher kommen diese wahrscheinlich doch alten Rezepte oder woher kommen die neuen Ideen im alten Gewand? Meine Idee wurde sozusagen, manifestierte sich in Florenz, in einer Klosterapotheke, Santa Maria Novella. Ich bin eben sehr oft in Florenz, wo meine Schwester seit 1982 da lebt. Das ist also ein tolles Reiseziel. Und Santa Maria Novella ist eben weltberühmt, architektonisch fantastisch. Und ganz versteckt findet man diese Klosterapotheke. Da geht man durch einen langen Gang rein und dann offenbaren sich diese wunderbar gotischen Räume. Wir haben eine kleine Hauskapelle, natürlich wieder hervorragend bemalt und haben diese barocken Möbel und dazu eben
da stehen dann diese alten Rezepturen. Primär heutzutage eben Parfums und Körperpflegeprodukte in schönen Verpackungen. Und das hat mich einfach immer umgehauen und fasziniert. Und um das Jahr 2000 habe ich gesagt, ich war eben auf dem Weg, neue Wege zu gehen. Das mache ich auch, aber pharmazeutischer. Weil wir waren ja eben so eine reine Apotheke und das mache ich pharmazeutischer. Und ich dachte, alte Rezepturen sammeln, das kannst, also du kannst das ästhetisch erfüllen, du kannst das auch inhaltlich füllen. Also ich habe mir das zugetraut. Ich dachte immer an den Grundstein meiner Manufaktur, nämlich die Heilsalbe 22 von meinem Urgroßvater. Mit der bin ich aufgewachsen. Und was kann die? Die kann heilen, und zwar über Nacht. Die Heilsalbe 22 war immer die Rezeptur, die in Einsatz kam, wenn ich zu meiner Mutter kam, wenn ich im Winter so eingerissene Mundwinkel hatte oder so Ragaden, und das tat so weh und das wurde nicht besser. Und dann kam ich immer hin, Mami, tut so weh, kannst du mir mal helfen? Und dann sagte sie, ja, klar. Ich hole jetzt die Heilsalbe 22. Die ist von deinem Urgroßvater und morgen ist alles wieder gut. Und das ist super. Ich war am nächsten Morgen fasziniert. Es tat nur ein ganz klein bisschen weh, da muss man am nächsten Abend nochmal ran. Ich fand, also mein Urgroßvater Knorke, dass der also solche großartigen Erfindungen gemacht hat. Und ich fand meine Mutter natürlich auch toll, weil die hatte immer irgendwie eine Lösung parat. Und die Salbe fand ich auch super, super klasse, weil sie so balsamisch roch. Die hat so einen balsamischen Geruch, so ein bisschen vanillig, balsamisch, herrlich mit Benzoe und Hammermelis. Und die trägt man auf und dann hat man sozusagen schon so eine Art Okklusionsverband, da kommt nichts mehr dran. Also ich fand sie toll. Und die führte hier so ein Schattendasein. Da haben wir 30 Stück mal hergestellt und die wurden dann so, oder 10, 20 Stück, dann wurden im Jahr vielleicht 30 verkauft. Und ich dachte immer, dieses Spitzenprodukt der deutschen Apothekerskunst, das müsste doch viel besser laufen. Und das war so meine erste Rezeptur. Und dann bin ich einfach mal so die ganzen Indikationen durchgegangen. Wo bist du unzufrieden? Welche Indikationen können wir mit unseren OTC-Geschichten nur nicht in meinem Sinne rein phytotherapeutisch behandeln? Und so kam dann die eine oder andere Rezeptur dazu. Die habe ich dann selbst entwickelt. Und dann kam eben die meine Sternstunde persönliche war der Anruf einer Intensivstation, die sagten, wir brauchen ein Öl für ein duftendes Öl für einen Panikpatienten mit Schlafstörungen. Und in dieses Thema musste ich mich erstmal richtig einlesen, weil ich hätte das von alleine niemals gedacht, dass das funktioniert. Und habe mich dann darauf eingelassen. Ich dachte, die Uniklinik, die werden sich mit dem Thema schon auseinandergesetzt haben und Erfahrung haben. Und ich mache nichts verkehrt. Ich kann denen etwas liefern. Und entweder es war nichts oder die sagen, du warst der Tollste von allen. Und dann habe ich mich dran gesetzt und habe das ganz genau ausgearbeitet und habe eine Rezeptur angefertigt, also mit auf der Basis von ätherischen Ölen und fetten Ölen. Und dann kam nicht ein Danke. Das war am Freitag, hatte ich das gemischt. Es kam am Montag eine neue Bestellung für den nächsten Patienten. Der hatte eine andere Geschichte. Und dann dachte ich, das ist ja cool. Und dann kam wieder eins und wieder eins und wieder eins. Und dann habe ich mich mit dem Pflegepersonal, mit den Ärzten auseinandergesetzt. Und die sagten dann, ja, also sie hätten eine hervorragende Wirkung und sie hätten eine Wirksamkeit über 90%, gut bis sehr gut. Und selbst die kritischen jungen Ärzte, die oft alles ganz genau wissen, sagten irgendwann,
sagen ja nicht immer Schwester Ursula, aber sie sagte, ah, Ursula, gib mal, hast du noch so was, hast du noch so ein Öl? Also irgendwann hatte ich die auf meiner Seite und da habe ich so viel gelernt, dass ich dann eben in diesem ganzen Spektrum von Schlafen über Gemütsbefindlichkeiten eben Öle entwickelt habe. Erst den Schlaf. Es ist ja so, es geht ja auch nicht um Wirkstoff, es geht um eine Duftempfindung. Und das finde ich persönlich als Apotheker natürlich großartig, dass ich eben mit einem Duft etwas bewege, dass der Duft etwas bewirkt. Und das kann ich privat schon machen, dass ich eben sage, im Entree mache ich da irgendwie ein Duftöl und sie kommen rein, sind geflasht. Der kommt in diesen Raum rein und sagt, boah, ich habe den ganzen Tag gearbeitet und jetzt, ah, das ist toll. Und hier ist es auffallend, dass die Menschen reinkommen und sagen, oh, es riecht hier köstlich. Hier riecht es köstlich. Die kommen gerne und sagen, oh, das riecht hier so schön. Und nochmal zu diesen Rezepturen, also da, das ist so unser Lieblingskind, dieser Löwenschlaf, weil er eben ohne Wirkstoff einfach den Leuten gut tut. Und sie zur Ruhe bringt und beruhigt und das Ein- und das Durchschlafen fördert. Dann haben wir natürlich die großartigen Verbindungen von Dietland zu der internationalen Presseszene. Also Dietland macht seit Jahren ganz viel mit der Happiness Niederlanden. Und da war ein wievielseitiger Artikel? Achtseitiger Artikel mit richtig großen Aufnahmen, die alle Dietland gemacht hat. Die Geschichte ist insofern wunderschön, weil ich normalerweise Aufgaben bekomme, wie Worte in Bilder umzusetzen oder Themen, die einfach komplex sind, die ich dann runterbreche und in Bildern umsetze. Und jetzt war es so, er ist der Löwe, ich heiße Wolf mit Nachnamen. Also wie sieht Wolf den Löwen? Und das war so meine Aufgabe, über diese Apotheke ein Feature zu machen und über meinen Mann. Und sie haben das ganz wunderschön die magische Apotheke genannt. Einfach ein Prachtbau auch so mitten in der Stadt. Und die hat ganz viel Niederländer auch hervorgebracht. Also die jetzt einfach sich dafür interessieren, die auch bestellt haben, die das ganz toll finden. Die was wissen wollen. Ja. Die viele haben den Gin bestellt. Also, Ja, weil er eben auch schmeckt. Und ich konnte ihn ja schon probieren. Ich habe ein kleines Schlückchen so mal in einer homöopathischen Dosis gleich zu Beginn bekommen. Also ich muss sagen, hervorragend. Eine tolle Verbindung. Ja, der Sinne und irgendwie dann auch der Gemütlichkeit. Und ja, ich stelle mir vor, wie Generationen damit aufwachsen und sagen, die Kinder, die sagen, ja, das hat meine Mama schon benutzt und hat mir meine Mama gegeben. Wie du es ja auch gerade gesagt hast, denn das war ja bei dir, bei deinem Großvater und dann bei deiner Mutter ja auch ganz genauso. Habt ihr die Hoffnung, dass man vielleicht auch mit euren Produkten der Löwenmanufaktur genau so eine Tradition wieder begründet? Das ist ja doch wirklich was Wunderschönes und wie ich finde, dann irgendwie auch was Herzliches. Das ist in der Tat so, als ich die Idee hatte, also Anfang des Jahrtausends, da war es auch so klar, das Apothekenwesen, das wird sich grundlegend ändern. Man kann nicht mehr irgendwie so Apotheke machen und das kommt alles so zu einem. Du musst was machen und dann kann man machen, was alle machen und sagen, ich mache meinetwegen eine Versandapotheke oder ich bin der Billigste der Stadt. Und dachte ich, wie langweilig. Das kann jeder. Was kannst du besser als deine Kollegen und was macht dir Freude? Und das war dann dieses Konzept, was natürlich nicht von Anfang an so, das hat sich dann so entwickelt. Das war 2006 habe ich die Apotheke eröffnet. Ich habe da ganz große Probleme gehabt, das also zu kommunizieren, also innerhalb der Familie, die ja nun, also mein Vater konnte sich das doch mit über 80 Jahren gar nicht vorstellen, was ich vorhatte. Da fehlte die Idee. Er hat eben mit Rezepten, die ins Haus kamen, ganz viel Geld verdient. Also ich habe, das war wie so ein, ich mache das jetzt. Und dann habe ich das gemacht und dann hat das, also das war am Anfang,
Das waren keine lustigen Jahre. Aber dann ist diese eine neue Generation nachgewachsen. Meine Nichten, die damals 15 waren und die mich total nett fanden, weil ich ihnen immer, als sie kleine Kinder waren, eben Kirsch-Emoikal, Kinder-Emoikal gab. Ja. Das fanden sie toll und ich war der nette Markus. Das sind jetzt die jungen Frauen mit Kindern. Und das ist eine neue Generation, die so denkt, nachhaltig und neue, ganz neues Bewusstsein. Also ich bin gar nicht mal so der in der eigenen Generation, doch wir sind eigentlich so von 30 bis 60, 70, die verstehen uns. Die verstehen, was wir sagen wollen. Aber ich glaube, da hat sich auch in den Menschen viel verändert. Naturprodukt, Nachhaltigkeit, da legen die Leute viel mehr Wert drauf. Ich sag mal, unsere Väter und die Großväter, die hatten ganz andere Dinge auf den Zetteln, da waren andere Dinge wichtiger. Aber heute beschäftigt man sich eben damit, wie man etwas Gutes tun kann und vielleicht auch eben ja auf die alten Rezepte zurückgreifen kann. Auf altes Wissen und wofür nimmt man was und in 15 Jahren ist ganz viel passiert. Also dieses eben, ich hatte so ein Manufaktur gesagt, kann ich sagen, überall sind Manufakturen. Das ist ja auch sympathisch, dass die Menschen wieder sich mit der Hand etwas machen, etwas sich beschäftigen mit einem besonderen Thema. Ja, aber ich denke, man muss auch ein ganz spezieller Typ sein, um das umzusetzen und das umsetzen zu wollen, so wie das hier geschehen ist. Denn ich könnte mir vorstellen, das ist auch nicht für jeden etwas. Man muss schon eine gewisse Affinität haben zu Sinnen, zu einer Sinnlichkeit. Komplett. Das ist ja auch nicht so richtig gern gesehen. Muss ich klar sagen, also die Apotheke soll so funktionieren wie nach Schema F, also mit Gesetz, so und so ist das und das muss, es mischt sich so. Also man hat ja eben auf der einen Seite eben tatsächlich diese großen Internetketten und auf der anderen Seite wird das alles so verwässert. Würde sonst die alte Apothekerkunst verloren gehen, dieses Handwerk? Total. Definitiv. Ja, also dies hier ist kein abgeschmacktes Abzockermodell, wo man sagt, ich werfe den Leuten eine Wurst vor und dann müssen sie nur schnappen. Und das machen wir so, wie wir das gut finden. Wir reden den Leuten nicht nach dem Mund. Wir sind ein ganz kleines Team. Also wenn einer krank ist oder wenn ich viel zu tun habe, passiert hier gar nichts. Wir können nur, was wir können und mehr geht nicht. Da ist also kein Riesenteam, dass wir hier das was erfindet, sondern es ist wirklich so, wir tun, was wir können mit den Kräften, die wir zur Verfügung haben. Aber was ich so beglückend finde, als ich Markus kennenlernte, war mein Credo von Dostojewski: Schönheit rettet die Welt. Und ich glaube daran. Ich glaube einfach, dass es, und zur Schönheit gehört die Sinnlichkeit und die Düfte und alles mit dazu. Das ist Teil davon. Denn keiner, dem es schlecht geht, geht es genauso schlecht, wenn er aus dem Wald wieder rauskommt. Also wenn es ihm nicht gut geht und er geht in den Wald, geht es ihm besser, wenn er wieder rauskommt. Und das hat nicht nur was mit der Ruhe der Bäume und mit dem Alter der Bäume zu tun, sondern auch was mit dem Duft des Waldes. Und der Duft verändert ganz viel und macht ganz viel. Ja, und das ist ja bei euch so. Also wenn man die Löwenapotheke betritt, dann sollte man dann, wenn man rauskommt, bestenfalls nicht nur das Medikament haben, sondern vielleicht noch irgendetwas, was mehr anspricht, was die Sinne berührt und vielleicht dann eben ja auch hilft. Ja, und es ist, Schönheit rettet die Welt, aber es ist auch die Ehrlichkeit. Wir reden nicht den Leuten nach dem Mund oder machen irgendwie, das ganze Konzept ist nicht so effekterheischend, dass wir sagen, wir wollen jetzt alle und die Familien und wir machen das so, wie wir das richtig finden, schön finden und wir sind total kundenorientiert. Also wenn die reinkommen und gerade auch die Touristen, dann nehme ich mir eine halbe Stunde Zeit. Wenn die sagen, wir kommen aus und wir haben von ihnen gehört, dann wird denen alles erzählt und gezeigt und Schublade auf, Schublade zu. Und dann sind die
glücklich. Das finden wir toll. Welch ein schönes Werben natürlich auch für die Heimatstadt Lübeck. Ne? Das bindet die Menschen. Und dann hat irgendwie im Grunde jeder was davon. Nicht nur der Gast, sondern irgendwie ja ihr auch. Und das findet man ja auch nicht alle Tage. Ist so. Und das Schöne ist, dass die verantwortlichen Stellen, also das Lübeck-Travemünde-Management, das erkennt und wertschätzt. Und wir arbeiten eben auf eine ganz nette Art und Weise zusammen. Schon faszinierend, ne? was Herzblut alles kann. Hat offensichtlich viel freigesetzt, muss man sagen. Hattet ihr jemals den Zweifel daran, dass das heutzutage was werden könnte? Oder war das für euch klar, dass wenn man so viel Leidenschaft investiert, das dann auch irgendwie ankommen muss, dass das durchaus seine Liebhaber und Abnehmer findet? Also ich bin ja spät erst dazu gestoßen, aber ich habe schon auch gelitten, weil ich das Gefühl hatte, vorher als Stylistin oder nicht wahrgenommen zu werden oder dass der Kreis, für die ich gearbeitet habe, einfach klein war, weil Hamburg sagt, was es kennt und nur will, was es schon kennt und gar nichts Neues möchte. Und ich habe einen Drang, was Neues zu schaffen, um mich vielleicht auch selbst zu erfreuen, dass es da was Neues gibt. Oder auch nur anderes neu zu mischen, aber einfach mich selber auch zu überraschen. Und erst als ich 2008 online ging und plötzlich gemerkt habe, boah, da gibt es einen Markt von Menschen auf der ganzen Welt, die meine Bilder sehen wollen. Also erstmal mein Styling und dann habe ich angefangen, kleine Fotos reinzusetzen. Darüber bin ich Fotografin geworden, durch das Feedback über das Netz. Das hat so viel gegeben, so, oh, I saw your photo, you made my day. Und dann dachte ich so, oder you touched my heart. Und dachte, woher wissen die, dass das ein Ziel ist von mir, das ich gern berühren möchte mit meinen Bildern? Das war ja immer nur etwas, was ganz klein in mir war. Und dann war plötzlich die Gefolgschaft groß. Die war nicht mehr einfach nur Hamburg. Und da kriegt man ja als Stylistin nur zu hören, das Foto ist nicht gut, denn das liegt am Stylisten. Wenn das Foto gut ist, liegt es am Fotografen. Dass der Stylist da auch dabei war, fällt dann weg. Und die Rechte hat nur er. Also da ist ein, das hat mir dann einfach nach einem langen Leidensdruck die Möglichkeit gegeben, gut, jetzt habe ich meine Bildrechte selber und die verteidige ich auch. Und das ist ein ganz tolles Gefühl. Deswegen war das so mein Serendipity. Da ist alles drin. Und da kann ich auch meine Keramik nutzen. Und ich habe bei meiner letzten Keramikproduktion mini kleine Gefäße gemacht und ich wusste nicht, warum. Jetzt habe ich die neue Vitalstoffproduktion in Szene gesetzt und ich brauchte so viele kleine Gefäße. Ich dachte, ach, dafür. Also das fügt sich gut. Also bei uns immer. Das ist, und ich muss sagen, also der Anfang war knüppelhart. Das ist eben Fluch und Segen. Also aber der Anfang Fluch. Nee, guck rein. Ich hatte das so aufwendig und mit, ja, ich habe ja auch Geld ausgegeben. Und dann macht man so einen tollen Raum und die Leute gucken rein und sagen, das ist keine Apotheke. Nee, so sieht eine Apotheke nicht aus. So hat sie mal ausgesehen. Und da wurde ich ganz traurig. Keiner hat mich mehr lieb. Und sie haben sich dann irgendwo anders hin verdrückt. Und das war schwierig. Und die Manufaktur muss erstmal wachsen. Im Netz kennt mich aber keiner. Und da muss man dann eben auch richtig neues Handwerk lernen. Wie mache ich mich wie nimmt man mich im Netz wahr? Und dann braucht man eine Frau, die man liebt und die eben fotografieren kann. Das ist jetzt auf einmal so, dass die Leute nicht mehr sagen, oh, ich habe sie durch Zufall in Lübeck gefunden, sondern die kommen im Sommer, und war der letzte Sommer mit vielen, vielen Touristen gesegnet, und die sagen dann, stehen in der Tür, und das ist ganz niedlich, die Instagram-Leute stehen in der Tür und sagen, ich folge Ihnen auf Instagram und wollte mal gucken, wie es hier aussieht. Ach, Sie sind der Chef, und dann erzählt man denen, und dann sind die glücklich. Oder sie sagen, ja, und ich habe zu meinem Mann gesagt, wir kommen gerade von Fehmarn oder wir kommen von, was weiß ich, aus Stralsund. Ich habe einmal gesagt, also in Lübeck musst du von der Autobahn nochmal abfahren. Ich muss unbedingt in die Löwenapotheke. Und das ist natürlich total nett. Also, und wenn man dann sich bereit ist, sich mit diesen Menschen zu beschäftigen, auseinanderzusetzen und ihnen das zu zeigen, dann sind sie glücklich. Spannend zu hören. Stellt sich für mich die Frage, was kommt noch? Viele neue Rezepturen und Ideen.
Und Löwe und dann ein Gemeinschaftsprojekt, also neben der Manufaktur, die sich mehr um Gesundheit kümmert, werden wir in dem anderen Bereich den Genuss also in Vordergrund stellen und auch Dinge, die eben in der Apotheke hergestellt wurden. Also das Thema Senf, den wunderbaren Begriff Latwerk. Ein Latwerk ist ein eingekochter Pflanzensaft. Pflaumenmus ist ein Latwerk. Oh ja, das kenne ich. Ich bin gebürtiger Hesse. Meine Oma hat immer gesagt, es gibt Latwäsch, also es gibt Pflaumen. Kommt aus den Apotheken. Ich habe ein Apotheker-Arzneihandbuch. Genau, steht das alles drin. Und den Gin und was weiß ich. Also wir haben da unglaublich viele Ideen. Und wir haben von den Erben, also dieser Apothekerin, von den Kindern dieser Apotheke noch eine großzügige Gabe bekommen, eine Bibliothek, die schon von meinem Vater und meiner Tante gelobt wurde. Und ich habe es mir gerade eine alte Bibliothek. Und die haben uns unglaublich viele haben uns eingeladen, uns das anzugucken, weil sie wussten nicht, wohin damit. Und ich habe mir dann gesagt, suchen Sie mal aus. Und ich dachte, das kann ich mir ja gar nicht leisten. Und dann haben sie diese Bücher zum Schluss so Kisten geholt, eingepackt, nehmen Sie mit, schenken wir Ihnen. Wir wissen, Sie haben solche Freude. Und meine Frau hat sofort angefangen zu lesen. Und da ist so viel Wissenswertes und andere Geschichten. Geschichten aus alten Jahrhunderten. Teilweise sind die Bücher von 1595, das älteste, 1620, 1700. Und diese ganzen auch Abbildungen, diese ganzen Sachen wollen wir eben mit in diesen neuen, vielen, hoffentlich vielen Jahrzehnten mitverarbeiten. Es macht also Sinn, euch weiter zu folgen, entweder bei Facebook oder bei Instagram, dann dort unter Löwenmanufaktur oder ihr folgt der Metropolregion, denn da halten wir euch natürlich auch ständig auf dem Laufenden. Aber ich möchte nicht aus Lübeck, hier aus eurer schönen Apotheke abreisen, ohne die Stadt nicht mit euren Augen gesehen zu haben. Gebt uns doch gerne nochmal einen Tipp, was muss man, wenn man schon mal hier ist, vielleicht dann doch noch unternehmen? Also ich bin im Genuss verhaftet und was man gegessen haben muss, wo man hingehen muss, ist zu Uta. Da gibt es köstliches, süßes, manchmal auch herzhaftes und er ist entzückend. Ist in der Fleischhauer Straße. Er ist Konditormeister. Konditormeister. Und macht wirklich, hat das ganz toll gemacht. Großartigen. Ich persönlich, also ich könnte auch Stadtführer sein. Ich stundenlang, ich bin mit meinem Vater schon mit 12 an seiner Hand. Ich kam ja aus Gymnasium und er musste mir irgendwie die Baustile erklären und ich war da immer ganz fasziniert. Damals war Lübeck ja noch gar nicht renoviert, das war hier noch echte Bronze. Was ich jetzt eben für einen gezielten Besuch immer empfehlen würde, wäre der Koberg als großer weiter Platz mit dem Blick auf das Heiligen Geist Hospital, das eine wirklich großartige Architektur hat, also italienisch gut, natürlich deutsch, aber eben einfach eindrucksvoll. Und da in diese Halle, das ist ja eines der ältesten, wenn man so will, Altersheime, Spitale Europas, da in diese Vorhalle gehen, das ist sozusagen eine Art Kirchenraum mit wunderbaren alten Fresken und Wandmalereien. Da kommt wieder der Liebhaber Florenz ein bisschen durch. Und der Architektur-Fan einfach. In jedem Fall die Marienkirche hier oben, die erste Kathedrale, übersetzte französische Gotik in Backstein. Ein imposanter Raum. Distanz von der Apotheke kann man einfach mal so alles zu Fuß machen. Man kann alles zu Fuß machen. Man kann sich auch durch die Straßen treiben lassen. Dann gibt es hier noch die Petrikirche, die ist auch fußläufig, 10 Minuten, 15 Minuten. Da kann man auf den Turm inzwischen rauf, also da gibt es einen Fahrstuhl. Und da hat man einen gigantischen Ausblick. Bei schönem Wetter ist es ein Muss.
über die ganze Altstadtinsel. Man kann diese ganzen Kirchen in unterschiedlichen Proportionen und die Altstadtinsel eben wunderbar begutachten. Und man guckt bei gutem Wetter bis nach Mecklenburg auf der einen Seite. Und ich bilde mir sogar ein, dass man das Maritim in Travemünde sehen kann. Das muss man nochmal überprüfen. Aber es ist jedenfalls ein echtes Highlight. Ja. Danke für diese Tipps und danke für Geschichte und Geschichten der Löwenapotheke. Dietlind Wolf und Markus Niendorf sind ein wahnsinnig inspirierendes, ein feinsinniges und agiles Paar. Sie schieben an, denken neu, sie schauen nach vorne, vergessen dabei aber nie den Blick zurück. Die Verpflichtung der großen Historie gegenüber schwingt immer mit. Und das tut diesem geschichtsträchtigen Haus sehr, sehr gut. Ich jedenfalls bin mit Opas Heilsalbe 22 und Löwenschlaf nach Hause gegangen. Probiert es selbst aus, bei mir wirkt's. Alle Infos zur Löwenapotheke, die Links zu Facebook, Instagram und zur Manufaktur findet ihr wie immer in den Shownotes. Übrigens, einfach mal raus hat noch mehr zu hören. Wir waren schon in der holsteinischen Schweiz, in Schwerin, im Sternberger Seenland und in der Barockstadt Ludwigslust. Hört da auch gerne mal rein und lasst euch inspirieren. Jedes einzelne Ziel ist eine Reise wert und jeder einzelne Podcast mit viel Liebe und Neugier für euch zusammengestellt. Das war's für den Moment. Danke für eure Zeit und bis zur nächsten Folge. Einfach mal raus. Und bis dahin, abonniert gerne unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl. Schreibt sehr gerne auch eine Bewertung und gebt uns Sterne bei iTunes. Und empfehlt uns. Schickt eure Freunde oder Familie auf eine kleine akustische Reise durch die Metropolregion Hamburg. Vielleicht reist ihr ja auch mal gemeinsam dorthin. Wir würden uns freuen. Das war Einfach mal raus. Der Podcast für Kurzreisen und Ausflüge in der Metropolregion Hamburg. Die schönsten Geschichten und besten Tipps für die Auszeit vom Alltag. In Zusammenarbeit mit den Ausflugsregionen der Metropolregion Hamburg.